Guten Tag, meine Damen und Herren. Ich heiße Manfred Lanko, komme aus Dortmund, bin Sprecher der Arbeitsgemeinschaft der kommunalen IT-Dienstleister Nordrhein-Westfalen und nebenbei bin ich auch noch CIO der Stadt Dortmund. Ich fühle mich eigentlich, oder ich bin eigentlich hoch erfreut darüber, was meine Vorredner gesagt haben, weil das alles Steilvorlagen sind für das, was ich jetzt Ihnen erzählen möchte. Und Sie werden sehen, dass das, was gerade gefordert wurde oder auch als wünschenswert für Schule beschrieben wurde, genau eigentlich das trifft, womit wir uns im Moment befassen. Ein Projekt, denke ich, sehr gut beschreibt, was in Nordrhein-Westfalen zurzeit stattfindet. Und insofern hoffe ich, dass sich das auch nahtlos ergänzt. Gestatten Sie mir zunächst ein paar Vorbemerkungen, damit Sie eigentlich wissen, wer wir sind. Es gibt in Nordrhein-Westfalen den Zusammenschluss der IT-Supporter der Kommunen. Es sind etwa 40 kommunale IT-Dienstleister in NRW, die sich hier zusammengeschlossen haben und die auch gemeinsame Strategien betreiben, die sich verabreden, die versuchen im Grunde auch das, was in den Kommunen passiert, ein Stück weg zu harmonisieren. Unser Sprachrohr in die Politik sind die kommunalen Spitzenverbände, sowohl hier in Nordrhein-Westfalen als auch auf der Bundesebene. Wir decken in Nordrhein-Westfalen im Grunde flächendeckend eigentlich das ganze Land ab. Das ist insofern für Sie, die Sie aus kommerzieller Sicht sozusagen auf das System Schule blicken, nicht ganz unwichtig, weil wenn es gilt, bestimmte Strukturen zu verändern, also im Sinne von Content produzieren und in eine Schullandschaft einstellen, dann ist es für Sie ja besonders wichtig zu wissen, dass Sie nicht mit irgendeinem oder irgendeiner Schule reden, sondern dass Sie es im Grunde mit einer ganzen großen Struktur von IT-Supportern zu tun haben. Und man kann das auch noch etwas weiterziehen. Es gibt auch einen Zusammenschluss der kommunalen IT-Dienstleister auf der Bundesebene. Hier sind es 47 IT-Dienstleister aus 13 Bundesländern, die rund 500.000 IT-Arbeitsplätze in 10.000 Kommunen mit einem Umsatz von rund 1 Milliarde Euro betreuen. Ich sage das deswegen, um wiederum klarzumachen, dass ich für Sie und für alle, die kommerziell sich mit Produktion von Software und Content befassen, gut daran tun, sich mit uns, den kommunalen IT-Dienstleistern, zu beschäftigen, weil in der Kombination zwischen Ihnen und zwischen Firmen, die Software herstellen für Schulen und Systeme, dies kombiniert mit denjenigen, die in der Region Support und Netze zur Verfügung stellen, das macht einen Sinn. Denn wir sind diejenigen, die Netze schalten, die Netze verwalten, die den Support in den Schulen sicherstellen. Und von daher denke ich, würde ich oder könnte ich mir wünschen, dass eine Zusammenarbeit zwischen uns und Ihnen von Erfolg auch gekrönt wäre. Vieles, was jetzt erzählt wurde und als Manko oder als Probleme in Schulen beschrieben wird, erinnert mich eigentlich auch an Situationen, die wir durchaus in der Kommunalverwaltung auch haben. Insofern ist das für mich eigentlich alles nichts Neues. Und insofern glaube ich auch, wenn wir sozusagen von der professionellen Seite an diesen Lösungen arbeiten, können wir für das System Schule eigentlich uns nahtlos ergänzen. Wenn ich immer höre, dass Software nicht richtig genutzt wird oder dass Systeme nicht genutzt werden, auch das erinnert mich im Grunde an die Wirklichkeit in der Verwaltung. Und es gibt einen Satz, den hat der Dr. Jürgen Ostermann von der KGST, einer Beratungsgesellschaft für Kommunen, mal gesagt: Informationstechnik wird erst dann eigentlich vernünftig breit eingesetzt, wenn sie eine Kulturtechnik geworden ist. Das heißt, wenn die Dinge sozusagen wie selbstverständlich auch genutzt werden. Und hier bin ich mir allerdings sicher, dass wir nichts tun müssen, sondern dass sich das von selbst ergibt. Denn die Generation, die heute wie selbstverständlich mit IT umgeht, im privaten Umfeld, das sind genau die das System Schule sozusagen heute auf das System Schule trifft. Und wenn Lehrer und wir, die wir professionell mit dem Thema umgehen,
dies nicht so sehen, dann werden die uns sozusagen von links überholen. Von daher tun wir gut daran, solche Entwicklungen aufzugreifen. IT-Dienstleister machen eigentlich alles. Wir sehen das hier von Beratung bis Training und Schulung. Und insofern ist auch das, was wir in den Schulen für unsere Schulen machen, für uns eigentlich nichts Neues. Es ist, wenn man so will, eine Erweiterung der Dinge, die wir für Verwaltung und Betriebe heute schon tun. Interessant ist nun, was ändert sich eigentlich und was ist für uns auch besonders wichtig. Auch hier rede ich von Dingen, die nicht für das System Schule von uns gesehen werden, sondern sich generell eigentlich auch in unserem Umfeld für unsere Kunden in den Verwaltungen bezeichnet sind. Das Thema Web 2.0 ist eines, was ganz heiß im Moment diskutiert wird und wir überlegen, wie wir solche Entwicklungen in unsere Systeme einbauen. Wir reden von Portalentwicklungen und SOA, darauf komme ich gleich noch, weil uns das auch, was unser Thema Content angeht, weiterführen wird. Und eines ist eigentlich fast schleichend passiert. Sie werden heute keine Anwendung im kommunalen Umfeld finden, die in den letzten Jahren entstanden ist, die nicht sozusagen browserbasiert funktioniert. Das ist für alle, die wie ich lange in der IT gearbeitet haben und arbeiten, eigentlich eine schlichte Revolution. Wenn man sich vorstellt, was wir vorher für Bedienerführung und Bildschirme und Systeme alle brauchten, um jeweils welche Software gerade mal auf einem Client zum Laufen zu bringen, dann ist das die Revolution. Und ich denke, das ist auch etwas, was Software und Content in Schule jetzt stark beeinflusst. Und das letzte Thema Open Source kann man lange drüber diskutieren, aber auch das müssen wir zur Kenntnis nehmen und in unsere Überlegungen einbinden. Man kann fast so weit gehen, dass IT ein freies Gut wird. Es gibt Leute, die sagen das. Ist ein Stück Philosophie, aber ich denke, es gibt einige Entwicklungen, die in diese Richtung deuten. Ja, komme ich nochmal auf ein, ich hatte gerade angesprochen das Thema SOA und serviceorientierte Architekturen. Das wird gleich in meinen nächsten Charts noch eine entscheidende Rolle spielen. Hier sehen Sie so eine typische IT-Struktur. In der Mitte einen Enterprise Service Bus, der im Grunde die Fäden zusammenhält. Und das Interessante ist eigentlich, dass die Software, die wir heute bauen, typischerweise nicht ein Riesenmoloch ist, der alle möglichen Funktionen in seiner Software hat, wenn man so will, in jeder Software n-mal vorkommt, sondern wir erwarten heute, dass wir kleine Bausteine realisieren, jeder für sich, jeder in seinem Bereich, wo er seine Stärken hat und diese individuellen Bausteine über entsprechende IT-Strukturen, über Bus-Strukturen letztlich so zusammengefügt werden, dass der Benutzer genau die Software und genau das an seinem Arbeitsplatz vorfindet, was er individuell benötigt. Auch das ist wieder etwas, was nicht wir in den Kommunen erfunden haben, sondern das ist etwas, was in der Industrie als Entwicklung in Teilen bereits praktiziert wird und wo sich Kommunen aufgemacht haben, auch das IT-technisch umzusetzen. Es gibt einige Entwicklungen in Dortmund, in denen wir das gerade tun. Warum ist das wichtig für unser Thema Schule? Weil genau wir erwarten, dass bei Content und Software genau das passiert. Wir brauchen kein Moodle, ein Moodle mit Verzeichnisdiensten, mit allen möglichen Mailing-Funktionen etc., weil Moodle in solcher Form wieder auch ein Moloch ist, der alles Mögliche anbietet und das nächste Stück Software bietet genau dasselbe an und der Lehrer oder der Nutzer fragt sich, welches nutze ich nun, in welchem Verzeichnis bin ich. Nee, das brauchen wir nicht. Wir brauchen Software, die modular gebaut ist, die über solche Strukturen orchestrierbar, zusammenfügbar ist und genau das ist das, was in der professionellen Softwareentwicklung im Moment stattfindet und genau das ist das, was man auch erwarten muss von einem Stück Software oder überhaupt von Software, die für Schule gebaut wird. Was verändert aus unserer Sicht Schul-IT? Web 2.0 hatten wir gerade schon angesprochen.
Die Schul-IT sehen wir technisch realisiert in einer Portalstruktur. Genau das ist ein großes Projekt in Nordrhein-Westfalen, was sich einige Rechenzentren im Moment auf die Fahne geschrieben haben. Und wir gehen davon aus, dass wir diese ersten technischen Realisierungen im Jahre 08 Ihnen zeigen können. Und es wäre eine schöne Sache, wenn es denn den einen oder anderen unter Ihnen gäbe, der uns auch die passenden Softwarebausteine für so eine Struktur liefert. Immerhin hätte der ja dann einen Marktvorsprung, was in der kapitalistischen Wirtschaft ja nicht von Nachteil sein könnte. Das nächste, was auch Schul-IT verändert wird, ist die Vernetzung mit der Schulverwaltung. Und hier sind wir als IT-Dienstleister eigentlich auf dem Trip, dass wir sagen, egal wie das juristisch ist oder nicht, fest steht, für uns ist Schule ein IT-technisches System. Wir müssen zwar bestimmte, Schranken bauen zwischen Schulverwaltung, also zwischen der Sekretärin und dem Schulleiter sozusagen als Bestandteil von Schulverwaltung und auf der anderen Seite von Lehrern und Klassensystem, aber es ist für uns letztlich ein System und die Vernetzung ist etwas, was insofern auch nur kommunale IT-Dienstleister bringen können und kein privater. Supportkonzepte, denke ich, brauchen wir nicht weiter beleuchten. Wichtig ist eigentlich die Vernetzung in der Region aus unserer Sicht, denn das, was wir für Schulen zur Verfügung stellen, machen wir nicht exklusiv und nur für Schulen, sondern eigentlich fügen sich Schulen in unsere Netzstrukturen nahtlos ein. Die Systeme, mit denen wir unsere tausenden Rechnern für unsere Städte und Gemeinden und Kreise benutzen und betreuen, genau diese Strukturen benutzen wir auch, um das System Schule zu betreuen. Nun ergibt sich eigentlich über diese Strukturen von Web 2.0 Folgen, die IT in Schule doch nachhaltig verändern. Einiges ist heute Morgen schon angesprochen worden. Orts- und zeitunabhängiger Zugriff auf Bildungs- oder überhaupt auf Ressourcenangebote zum mobilen und webbasierten Lernen, Community-basierte Lernumgebungen, eigentlich alles Dinge, die von uns nicht neu erfunden werden müssen, die aber, da sie zur Verfügung stehen und da die User oder die Schüler, Lehrer solches ja nutzen können und niemand kann es ihnen verbieten, wäre es geradezu töricht von uns, wenn wir diese Entwicklungen nicht beachten würden. Es wird uns auch nicht gelingen, über noch so gute Restriktionen von Content, die wir sozusagen über ein rigides System zentral zur Verfügung stellen, das Problem zu lösen, wenn es immer wieder Umwege oder Seitenwege gibt, wo jeder sich sozusagen seinen Content selber baut. Auch solche Dinge werden beachtet werden müssen. Was heißt das für die Vernetzung? Eigentlich ist das LAN oder das LAN in der Form, dass über ein LAN Netze oder Anwendungen verteilt werden, die orts- und zeitgebundenen Zugriff ermöglichen. Alle solche traditionellen LANs sind aus unserer Sicht ein Stück, entweder selbstverständlich oder je nachdem, wie man es sieht, auch nicht mehr erforderlich. Wir kommen im Grunde zu einem Leicht-LAN, zu schulischen IT-Strukturen, die deswegen überall verfügbar sind, weil es überall Internet gibt. Nun kann man zwar darüber diskutieren, ob sozusagen was oder darüber trefflich streiten, was wir tun, wenn es kein Netz gibt. Wir hatten, ich glaube, vor 14 Tagen in Dortmund gab es plötzlich einen Stromausfall, weil die Jalousiesteuerung versagte und das war ungeplant. Was machen Sie, was denn los war? Das war also helle Aufregung, aber das Ergebnis, es dauerte etwa 10 Minuten, wenn ich es richtig erinnere, da war das wieder da, das Netz und alles lief wieder. Nur in den 10 Minuten war Stillstand der Rechtspflege. Und genau dasselbe passiert, wenn heute eine Zulassungsstelle der Rechner nicht mehr da ist. Wir haben längst Backup-Systeme abgeschaltet. Fakt ist, wir können ohne Strom und wir können ohne Netz und wir können ohne PC heute nichts mehr machen. Und den Mut muss man einfach haben, dass man sagt, das ist eben so. Und wenn ein Unterricht, so wie wir ihn uns vorstellen, mit solchen Werkzeugen gebaut ist
Und die Frage kommt, was mache ich denn dann, wenn das Netz nicht zur Verfügung steht? Da sage ich, dann machen Sie genau das, was die Profis in der Wirtschaft auch tun, nämlich nichts. Das heißt, wir haben heute Netzverfügbarkeiten, die deutlich an 100% gehen, und insofern kann man es vernachlässigen, wenn man entsprechende Backup-Systeme, die man ja auf vielleicht mit batteriebetriebenen Laptops hat, dann auch noch ein bisschen mit ins Kalkül zieht. Wir sehen also Software und Entwicklung nachhaltig unter der Überschrift Lernen im Web. Es gibt institutionelle Online-Plattformen heute schon, die man nutzen kann. Es gibt Online-Plattformen von kommerziellen Anbietern und last but not least immer mehr auch persönliche Lehr- und Lernumgebungen bis hin zu Lernprozessen in entsprechenden Netzwerken. Auch das ist Teil von Schule heute. An Konsequenzen für Software und Content sehe ich eigentlich zweierlei. Erstens, das deutete ich eben schon an, wir erwarten Content und Software, wie wir sagen, nach einem Portlet-Prinzip, sprich nach dem Prinzip kleiner, fein definierter Bausteine, die über Portale angeboten werden, die ein Lehrer sich nach Bedarf, und zwar im Moment des Bedarfs, zusammenstellen kann und entsprechend über serviceorientierte Strukturen in Schulen verteilt und zur Verfügung gestellt werden. Und wir erwarten Content im Grunde als WWW-Anwendung, die auch über definierte Schnittstellen in der Lage ist, miteinander zu kommunizieren. Ich weiß nicht, ob Sie verfolgen, was bei uns im öffentlichen Umfeld Entwicklungen von Deutschland Online sind. Auch hier versucht man bundesweit Software für den Bund, die Länder und die Kommunen über Schnittstellen miteinander sprechfähig zu machen. Ein Riesenthema, weil auch wir natürlich im kommunalen Bereich traditionell die unterschiedlichste Software einsetzen. Und ähnlich stelle ich mir das hier vor. Auch hier muss es in der Lage oder müssen wir es hinkriegen, dass ein Stück Software, was von Verlag A angeboten wird, über bestimmte Schnittstellen mit Software des Verlages B miteinander kommunikationsfähig gemacht wird. Und damit das Ganze vielleicht etwas plastisch wird, wie wir uns das vorstellen, haben wir mal, und das möchte ich als Abschluss dann hier tun, mal versucht darzustellen, wie wir uns vorstellen könnten, dass der Lehrer Karl Käsebein im Geografieunterricht demnächst arbeitet, so er denn auf eine solche Umgebung trifft, wie ich sie Ihnen gerade vorgestellt habe. Also, es geht darum, einen Unterricht vorzubereiten für das Thema Südamerika. Mal eben eingeschoben, ich bin kein Lehrer. Sie sehen mir also nach, wenn ich bestimmte Termini hier nicht richtig benutze. Ich habe versucht, das aus Sicht eines ITlers zu beschreiben. Trotzdem denke ich, werden Sie verstehen, was mein Anliegen ist. Also der Lehrer Karl Käsebein versucht, das Thema Südamerika vorzubereiten. Er lockt sich zunächst mal ein in sein Netz beim zentralen IT-Dienstleister, beim kommunalen IT-Dienstleister. Er wirft einen Blick in seine Lehrpläne. Das heißt, er hat eine Online-Bibliothek, geht in das System Schule, Lehrpläne, Geografie, Sekundarstufe 1 und sucht sich sozusagen heraus, in dem Moment, was er für seinen Unterricht meint zu brauchen. Er guckt in seine eigene Unterrichtsplanung, sieht die Protokolle der letzten Unterrichte, kann sich also geistig nochmal entsprechend vorbereiten, guckt dann auf die Zielgruppe Klasse 9a, Schülerverwaltung, Leistungsdaten, 9c, Geografie, stellt jetzt fest, aha, ich habe hier ein Problem, meine Schüler sind nicht alle gleich, der eine kann Südamerika nicht von Afrika unterscheiden und der andere, dessen Vater war sozusagen lange in Brasilien, der kennt sich da schon bestens aus, also darauf will ich jetzt hinaus. Er kann mit einer Software, die ihm sozusagen Geografie Südamerika bietet, im Grunde nicht viel anfangen, ja, weil im Zweifel genau diese Differenzierung, dass der eine sich gut auskennt und der andere sozusagen die Land- oder die
Afrika und Südamerika nicht unterscheiden kann. Das ist im Zweifel so nicht vorgesehen. Und der Sinn der Sache ist, dass eben die Angebote so differenzierbar sind, dass der Lehrer sie gezielt sich zusammensuchen kann. Ja, dann konzipiert er seinen Unterrichtsablauf. Er guckt in seine Aufgabenverwaltung, auf Trainingsmodule. Er organisiert im Grunde seinen zeitlichen Ablauf, synchronisiert ihn mit dem Kalender und geht hin bis zur Lernkontrolle. Was heißt das? Wir gehen davon aus, dass Software nicht in Form von Monolithen angeboten wird, sondern in Form von möglichst klein portionierten Bausteinen, dass zum Beispiel entweder die Schule oder gar das Land im Grunde Rahmenverträge mit Softwareherstellern hat, weil natürlich irgendwo, ich sag mal, die Lizenzen herkommen, beziehungsweise das Geld zurückfließen muss für diejenigen, die Software bauen. Aber dass der Lehrer sozusagen vor Ort im Grunde sich aus einem Katalog von Software die Module ganz gezielt heraussucht, die er im Moment für seinen Unterricht, für seine individuellen Anforderungen benötigt. So, anschließend ist der Unterricht gelaufen, der Schüler oder hat seine Daten synchronisiert und ja, und das war's. Das Ganze ist sicherlich ein Stück Entwicklung, auf das wir uns jetzt begeben, aber ich denke, das System Schule wird es nachhaltig verändern. Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass das genauso kommt, weil es nichts ist, was jetzt speziell für Schule gemacht werden müsste, sondern es ist genau das, was in der Wirtschaft, was in den Kommunen jetzt passiert. Und wir sind eigentlich nur gut beraten, diese Entwicklung zu verstehen, sie auf das System Schule zu übertragen und in Schulwirklichkeit umzusetzen. Es ist nichts, was sich irgendwelche Leute ausgedacht haben. Es ist das Nutzen vorhandener Techniken und das konsequente Umsetzen. Und in der Kombination zwischen Schule und kommunalem IT-Dienstleister liegt aus meiner Sicht die Chance, dies auch in der Fläche professionell zu tun und vielleicht ein Stück von dem wegzukommen, was immer noch so ist, dass im Grunde Lehrer heute Dinge im Support und im Software- oder Lizenzbereich tun müssen, was sie gar nicht bräuchten, was wir gar nicht sollen, sondern sie sollen das machen, was eigentlich ihre Sache ist, nämlich guten Unterricht, und die IT sollen sie uns überlassen, den kommunalen IT-Dienstleistern. Vielen Dank. Applaus